Vor vielen, vielen Jahren lebte ein Gelehrter namens Luqman. Wegen seiner Weisheit genoss er so großen Respekt, dass eine Sure des Koran nach ihm benannt wurde. Die Ratschläge, die er seinen Kindern gab, haben auch heute noch ihre Gültigkeit für alle Kinder dieser Welt. Eines Tages sagte Luqman zu seinem Sohn: Mein Sohn, suche nicht die Zufriedenheit der Menschen. Es wird dir nicht gelingen. Achte nicht darauf, was Menschen sagen. Achte stets darauf, die Zufriedenheit Gottes zu erlangen. Luqman wollte, dass sein Sohn diese Lektion niemals vergisst. Er überlegte, wie er ihm diese Lektion beibringt. Dann fiel ihm Folgendes ein. Luqman ließ seinen Sohn auf den Esel reiten und er selber ging zu Fuß hinterher. Nach einer Weile trafen sie auf Menschen. Die Leute waren empört. Welch unhöflicher Junge, sagten sie. Der alte Vater muss zu Fuß laufen, während der junge Sohn gemütlich reitet. Das ist respektlos dem Vater gegenüber. Da stieg der Sohn vom Esel und ließ seinen Vater reiten. Wiederum nach einer Weile trafen sie auf eine andere Gruppe. Da sagte einer von ihnen: O du Greis, das ist keine Art, deinen Sohn zu erziehen. Du lässt ihn bei dieser Hitze laufen, während du gemütlich auf dem Esel reitest. Da stieg Luqman vom Esel. Nun liefen beide, Vater und Sohn, zu Fuß weiter. Als sie erneut auf Menschen trafen, meinten diese: Wie dumm von euch! Ihr läuft hinter dem Esel her, warum reitet ihr ihn nicht? Luqman und sein Sohn befolgten wieder, was die Leute ihnen rieten. Und beide stiegen nun auf den Esel und ritten weiter. Als sie zu einem Fluss kamen, fanden sie eine Brücke. Neben der Brücke saßen Menschen und sie sahen Luqman und seinen Sohn auf den Esel reiten. Da meinte einer von ihnen: Wie grausam von euch, zu zweit auf diesen kleinen armen Esel zu reiten. Dieses kleine Tier kann eure Last kaum ertragen. Luqman und sein Sohn stiegen erneut vom Esel ab und so liefen sie wieder neben dem Esel her. Dann sah Luqman seinen Sohn liebevoll an und meinte: Du hast gehört, was die Leute sagten. Nun müsstest du begriffen haben, was auch immer du tust, du wirst nicht in der Lage sein, die Menschen dieser Welt zufriedenzustellen. Er zeigte auf den Fluss und fügte hinzu: Eine Person kann eine Mauer durch den Fluss errichten. Die Mauer wird den Fluss am Fliehen hindern, aber sie wird es nicht schaffen, die Kritik aus den Mündern zu stoppen. Ziemlich ähnlich ist es in unserer Welt heutzutage. Es gibt so viele Meinungen wie Menschen auf Erden. Man kann leicht verletzt werden, wenn man auf die Zungen hört, die Unsinn erzählen. Um davon nicht verletzt zu werden, kann man sich schützen. Man kann lernen, was falsch und was richtig ist, wenn man sich sicher ist, dass das, was man tut, Allah den Allmächtigen zufriedenstellt. Wenn du Allah den Allmächtigen zufriedenstellst, musst du dir keine Sorgen mehr machen um das Gerede anderer Menschen.